So, hier haben wir die Christina, Radrennfahrerin, Bahnradrennfahrerin in Cali mit der Mannschaft. Ja. Ja, Gold, ne? Gewonnen. Gold und zwei am Einzel. Und zwei am Einzel, auch noch. Guckt euch das mal an. Und jetzt guckt euch mal die Oberschenkel an, ja, ne? Im Vergleich zu meinen. Das ist schon peinlich, jetzt hier neben ihr zu stehen. Du musst dich mal rasieren erstmal. Stimmt, das habe ich auch gehört. Wenn man sich hier rasiert, dann sieht das schon mal um einiges besser aus. Und ja, das sind nur die Haare, die das entscheiden, hier trügen. Was mich natürlich interessiert, weil ich ja hier so einen Fitnesskanal habe, bei Kniebeugen, was schaffst du denn da? Wie viel Gewicht Kniebeuge, packst du da drauf? Also ich habe maximal ungefähr 160. Och. Wir machen es aber also wirklich richtig tief, schnell, wie sitzen. Ja. Also, so tief ist bei eigentlich sitzen. Okay. Hast du da mal irgendwie Kniebeschwerden oder sind die gut getaped dann auch? Macht ihr das auch? Na, gar nicht. Gar nicht. Ich sag, wenn du mit so einem Gewicht machst, so entweder kannst du es, ja, und kannst du ein Gewicht hochgehen oder du kannst es halt nicht und dann machst du es halt nicht so viel. Also immer was der Körper halt sagt. Ich mach's zum Beispiel auch ohne Kraftgürtel. Ja, das ist auch perfekt, weil die Stabilität. Ja, genau, weil ich sagen, genau. Muss eben halten. Das ist, richtig, wenn es nicht kann. Das ist gut. Genau. Nützt überhaupt nichts, wenn man da Tonnen von Kilo drauf hat und der ganze Oberkörper es halt halten kann, aber Hauptsache, ich habe halt einen Kraftgürtel drum. Also es nützt halt nichts. Recht. Also immer auf den Körper hören. Wie oft trainierst du denn die Beine in der Woche? Ja, ich bin ja Radsportler, also jeden Tag. Jeden Tag, echt. Soll ich mir auch mal zu Herzen nehmen? Nein, wir machen Krafttraining ungefähr für die Beine zweimal die Woche oder dreimal die Woche und noch zweimal die Woche Oberkörper. Trainierst also wirklich am Tag dann mehrmals oft dann, ne? Genau. Du bist wahrscheinlich auch nur noch mit. Hast du ein Auto oder fährst du nur Fahrrad? Also ich habe auch ein Auto. Aber nutzt du wahrscheinlich selten, oder? Ja, öfter als du denkst. Okay. Ja, einfach mal in die Kommentare schreiben. Kennt ihr eine Frau, die mehr als 160 oder überhaupt 160 Kilo Kniebeugen schafft? Also ich kenne gar keinen und habe noch nie einen gesehen, der es macht. Also erstmal dafür Respekt. Und ja, dann wünsche ich dir noch einen schönen Urlaub. Vielen Dank, Christina, und viel Erfolg noch in der Karriere. Okay. Danke. Bye.